Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wahnsinnsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die Nachrichten für Südtirol Stoll.it hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt, weil ich mir sowas nicht alleine antun kann. Sicher ich hier mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also Link zu meinem zweiten Kanal, falls er erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort nochmal raushauen würdet, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch bei der Comics nochmal anschauen könnt, als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, die hoffentlich noch existiert. Weil Elon Musk gehört ja jetzt Twitter. Das kannst du doch selber nicht wissen, du Pornofotograf. Ja, Superhand. Alles cool. Und, Martin, bevor du weitermachst, wenn Elon Musk tatsächlich Twitter gekauft hat, was wird jetzt aus meinen Currywürsten? Die kannst du doch bei Tesla hier hinstellen, mit deinen Wagen. Die kannst du doch an die Mitarbeiter dort verteilen in Deutschland. Die haben ja jetzt ihr Werk dort. Oh, na dann. Mach ich mich da mal auf die Socken. Da gibt es Apfel-Currywürste, da gibt es Erdbeer-Currywürste, da gibt es auch alles mögliche an Würsten. Also lecker ist alles, ne? Ciao, Leute. Tschüss, Manfred. Und heute wird es um das Thema Mobbing gehen. Und diese Meldung trägt den Titel Skandal in Rom. Lehrer witzeln im Gruppenchat über Buben mit Autismus. Die ich natürlich in Skandal in Rom, Lehrer witzeln im Gruppenchat über autistische Kinder, umgeändert habe. Und ich würde mal sagen, fuck mich dann drum rum, los geht's. Seine eigenen Lehrer sollen in einem WhatsApp-Gruppenchat herablassende Nachrichten über einen 6-Jährigen mit Autismus-Spektrum-Störung ausgetauscht haben. Wenn das die Eltern wüssten, die hätten aber eine Ansage gemacht, das glaubt man wohl. Lesen wir weiter. Außerdem ist der Satz falsch, das muss natürlich heißen. Seine eigenen Lehrer sollen in einem WhatsApp-Gruppenchat herablassende Nachrichten über einen 6-jährigen Autisten ausgetauscht haben. Weiter geht's. Der Fall aus Rom hat in Italien für große Empörung gesorgt. Nun hat sich auch die zuständige Ministerin eingeschaltet. Sie fordert Aufklärung. Würde ich aber schnell machen, du. Aber ganz schnell. Bevor ich doch böse werde. Und tatsächlich auf die Idee komme, Hackbällchen mit Käsefüllung auf diese Lehrer zu schmeißen. Weiter geht's. Luca braucht die Schule. Er muss mit anderen Kindern zusammen sein. Und jetzt ist er gezwungen, zu Hause zu bleiben. Die Mutter des 6-jährigen autistischen Buben aus Rom klagt, sie habe Angst, ihn dorthin zu bringen. Seit ich diese Nachrichten gelesen und diese Audios voller Hass auf meinen Sohn gehört habe, ich kann meinen Sohn nicht in die Hände derer geben, die so etwas über ihn sagen. Ja, da würde ich den Lehrern sagen, dass wir ja mitbekommen haben, dass ihr über meinen Sohn lästert. Also nehmen wir ihn aus der Schule. Das ist natürlich ein richtiger Schritt. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Sagen wir es mal so. Weiter geht's. Seine Lehrer hätten Luca verunglimpft, berichtet die Mutter laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Öffentlich gemacht hat den Fall La Battaglia di Andrea, eine Vereinigung, die sich für Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt. Eine Betreuerin, die Zugang zu dem Chat hatte, hatte die Nachrichten der Mutter zugespielt. Die für Inklusion verantwortliche Ministerin Erika Stefani kommentierte die Angelegenheit in einem Posting in den sozialen Medien. Die Zeitungen berichten über einen schweren Fall gegen ein 6-jähriges Kind mit Autismus-Spektrum-Störungen. Und das ist natürlich falsch, das muss natürlich heißen. Die Zeitungen berichten über einen schweren Fall gegen ein 6-jähriges autistisches Kind. Weiter geht's. Stefani weiter. Sollten sich die Anschuldigungen gegen die Lehrer, die sich in einem WhatsApp-Chat über das Kind lustig gemacht haben, bestätigen, hätten wir es mit einem inakzeptablen Klima und einem Verhalten zu tun, das den Einzelnen beleidigt und all jeden Schaden zufügt,
die tagtäglich mit Hingabe in der Schulwelt arbeiten und Schüler mit Behinderung beim Lernen begleiten. Worte sind wichtig und haben Konsequenzen. Daher erwarten wir eine Klärung des Sachverhalts. Die Ministerin kündigt außerdem beispielgebende Maßnahmen an, sollten sich die Vorwürfe als korrekt erweisen. Und ich hoffe mal, dass diese Dulli-Lehrer, die das halt über ihn geschrieben haben, zur Rechenschaft gezogen werden und dass die nie wieder als Lehrer arbeiten dürfen. Nie wieder. Was soll ich dazu sagen? Oder was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung etc. pp. Also auch das Video zu liken, also auch das Video zu teilen, also auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einem weiteren Video wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.